Hallo und willkommen, ich bin Meister Lenzi and you're watching Get Germanized and today we're gonna learn some German garden vocabulary. Oh, I'm bored. What should I do? Ah, ich weiß. Get Germanized. Sponsored by iTalki, the easy way to learn languages. More information at the end of the video. I don't particularly like spiders, but this one, diese Spinne, this spider, is pretty cool. Like, has its web right in front of my face. Lolala, wow. No, thanks. That happened before. I'm not particularly fond of that experience. I don't want to do it again. Thanks. No, thanks, Spider. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Das hier ist mein Garten. Mit Blumen. Blumen im Garten sind schön. Im Garten kann man alle möglichen Dinge finden. Zum Beispiel Gras. Oder auch Himmel, der Himmel und Wolken. Wolken sind auch da. Und Bäume. Bäume, die Bäume. Der Baum ist Singular und die Bäume sind Plural. Man kann hier Vögel finden, die zwitschern. Vögel zwitschern. Chirp, chirp. Und so, man kann hier Käfer finden. Die Käfer, der Käfer. Das Planschbecken, das da. Oder die Planschbecken. Eine ganz spezielle Blume. Das Gänseblümchen. Oder die Gänseblümchen. Ist es nicht schön? Oh, so schön. Das hier ist auch sehr interessant. Der Maulwurfshaufen. Der Maulwurfshaufen oder die Maulwurfshaufen. Und in einem Maulwurfshaufen lebt der Maulwurf. Der Maulwurf oder die Maulwürfe. Die Maulwürfe graben ihren Weg durch das Erdreich. Gut, dann kann man hier noch finden Bären. Die Beere oder die Beeren. Ich würde diese Beeren aber nicht unbedingt essen, denn sie sehen giftig aus. Weiterhin kann man in diesem Garten noch Büsche finden. Der Busch oder die Büsche. Und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr in meinem Garten auch manchmal Eichhörnchen sehen. Das Eichhörnchen oder die Eichhörnchen. Ganz, ganz selten sehen wir hier auch Rehe. Das Reh oder die Rehe. Aber das passiert wirklich nur sehr selten. Und Spinnen, viele Spinnen. Ihr habt ja die Spinne von eben gesehen. Ich mag Spinnen nicht so besonders, aber naja, sie müssen ja auch leben irgendwie. Vögel kann man hier noch sehen. Der Vogel oder die Vögel. Und hier in unserem kleineren Garten kann man noch Frösche finden. Der Frosch, die Frösche. Und das ist der Teich. Der Teich, die Teiche. Wir haben auch noch einen größeren Teich mit einer Brücke. Die Brücke oder die Brücken. Der Goldfisch, die Goldfische. Meine Mutter mag Gartendekoration aus Metall, wie zum Beispiel diese Ameise auf einem Fahrrad. Die Ameise oder die Ameisen. Noch mehr Blumen. Sehr schön. Und noch mehr Gartendekoration aus Metall. Die Gartendekoration oder die Gartendekorationen. Ihr könnt auch das kürzere Wort Gartendeko benutzen. Die Gartendeko. Rechts und links könnt ihr die Hecke sehen. Das ist eine Hecke. Oder zwei Hecken sind die Hecken. Die Hecke oder die Hecken. Schaut mal, das sind Pflaumen. Die Pflaume oder die Pflaumen. Und sie wachsen auf einem Pflaumenbaum. Der Pflaumenbaum oder die Pflaumenbäume. Das hier, was ihr hier sehen könnt, nennen wir Rindenmulch. Rindenmulch. Bei Rindenmulch benutzt man meistens nur den Singular. Im Herbst kann man im Garten auch Kastanien finden. Die Kastanie oder die
Kastanien. Und Kastanien wachsen auf einem Kastanienbaum. Der Kastanienbaum oder die Kastanienbäume. Auf diesem Baum wächst etwas Moos. Wir benutzen meistens nur den Singular, das Moos. Und manchmal kann man auch einen kleinen, niedlichen Hund im Garten finden. Eine Schari. Der Hund oder die Hunde. Wuff! Wo ist die Katze, Schari? Wo ist die Katze? Where's the cat? Wir haben keine Katze. Die Katze ist der Singular und der Plural ist die Katzen. Magst du Katzen, Schari? Nein, oder? Bei uns im Garten kann man auch Weintrauben finden. Die Weintraube oder die Weintrauben. Diese Steine nennen wir Ziegelsteine. Die Ziegelsteine ist der Plural oder der Ziegelstein für den Singular. In manchen Gärten kann man einen Brunnen finden. Unser Brunnen ist jedoch verschlossen. Der Brunnen oder die Brunnen. Das hier ist ein Korb. Ein geflochtener Korb. Der Korb, die Körbe. Schaut mal, da ist eine Gießkanne. Die Gießkanne oder die Gießkannen für den Plural. Das hier nennen wir Ziegel in Deutschland. Der Ziegel oder die Ziegel. Wenn man eine Party feiert, dann hängt man manchmal Lampions auf. Der Lampion oder die Lampions. Und wenn ihr Disco liebt, dann kennt ihr bestimmt auch das Wort für dieses Ding hier. Die Disco-Kugel oder die Disco-Kugeln. Das hier ist eine Mülltonne. Manchmal findet man auch Mülltonnen im Garten. Die Mülltonne oder die Mülltonnen. Für den Müll, der Müll. Wir benutzen nur den Singular, der Müll. Wenn man im Garten ist, dann kann man auch oft das Dach vom Haus sehen. Das Hausdach oder die Hausdächer. Auf dem Dach befindet sich ein Schornstein. Der Schornstein oder die Schornsteine. Weiterhin können wir eine Antenne auf dem Dach finden. Die Antenne oder die Antennen. Im Dach sind Fenster eingebaut. Das Fenster oder die Fenster. Fenster im Dach nennen sich Dachfenster. Das Dachfenster oder die Dachfenster. Das hier ist eine Eule aus Metall. Die Eule. Die Eule oder die Eulen. Und dort seht ihr einen Raben aus Metall. Der Rabe oder die Raben. Das hier ist ein Hahn aus Metall. Der Hahn oder die Hähne. Und an dem Baum hängt ein Vogelhaus. Das Vogelhaus oder die Vogelhäuser. In diesem Vogelhaus leben jedoch keine Vögel. Oh, das ist schade. Schaut mal, an dem Haus lehnt eine Leiter. Was macht diese Leiter dort? Die Leiter oder die Leitern für den Plural. Wir haben in unserem Garten auch eine Wäscheleine. Die Wäscheleine oder die Wäscheleinen. An der Wäscheleine könnt ihr eure Kleidung aufhängen und trocknen lassen. Um eure Wäsche aufzuhängen, braucht ihr eine Wäscheklammer. Die Wäscheklammer oder die Wäscheklammern. Das hier ist ein Gartenstuhl. Der Gartenstuhl oder die Gartenstühle. Auf einem Gartenstuhl kann man schön bequem im Garten sitzen. Das hier ist eine Solarlampe. Die Solarlampe oder die Solarlampen. Wenn die Sonne scheint, dann kann man sich auf eine Liege legen. Die Liege oder die Liegen. Das hier ist ein Blatt. Das Blatt. Die Blätter. Aber dieses Blatt hier ist vertrocknet.
und braun. Manchmal findet man im Garten auch einen Sandkasten. Der Sandkasten. Oder die Sandkästen. Im Sandkasten liegt eine Schaufel. Die Schaufel oder die Schaufeln. In unserem Garten kann man auch eine Schaukel finden. Die Schaukel oder die Schaukeln. Im Hintergrund seht ihr ein Baumhaus. Das Baumhaus mit einer Rutsche. Die Rutsche oder die Rutschen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, if you like this video, leave a like, because it really helps the channel. It shows people that you like the video. It spreads it across the interwebs, and it is often underestimated how much a little like can do. So like the video and subscribe to the channel for future videos about the German language and culture. And what garden vocabulary do you know? Let me know in the comments below, what did I forget in the garden? Der Garten, die Gärten, that I forgot. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen. Get connected with real teachers and real native speakers on italki.com. Find the link to the page in the video description. Schaut mal, ich bin ein Hundemodel. Ich bin so schön. Ich bin Shari, das Hundemodel. Shari, wo ist die Katze? Fuck off. Okay.